Heute geht es um das Thema KI und Patentrecht und Herr Grünberger hat es auch schon gesagt, das freut mich natürlich besonders, weil es mein Promotionsthema ist. Und dazu freut es mich auch, dass wir zwei Gäste einladen konnten. Einmal Professor Dr. Timothy Dornis und Markus Rieck. Und damit ihr bzw. Sie wissen, mit wem wir es da zu tun haben, eine kurze Vorstellung der beiden. Professor Dornis hat verschiedene Stationen im Rahmen seines Studiums, seines Referendariats und seiner Promotion gehabt. Das waren die Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, das war in Sydney, das war die Columbia University und die Stanford Law School. Die Habilitation erfolgte an der Universität Zürich. Anschließend war Herr Dornis Rechtsanwalt in einer internationalen Wirtschaftskanzlei, dann Wirtschaftsstaatsanwalt und Zivilrichter. 2008 und 2009 war er Fellow in Stanford und 2011 Fellow an der NYU in New York. Seit 2012 ist Herr Professor Dornis Universitätsprofessor an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Der zweite Gast ist Markus Rieck. Er hat Pharmazie studiert an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Anschließend erfolgte nach dem dritten pharmazeutischen Staatsexamen die Approbation als Apotheker. Außerdem machte er einen LLM im Bereich des europäischen gewerblichen Rechtsschutzes. Er war 3 Jahre lang tätig im Bereich der klinischen Forschung, der pharmazeutischen Technologie und der Pharmakokinetik und der chemischen Analytik. Seit 2004 ist er im gewerblichen Rechtsschutz tätig als Patentanwalt und zugelassener Vertreter vor dem EPA. Er ist Partner bei Fuchs IP in Frankfurt am Main und ist auch ehrenamtlich tätig bei verschiedenen Gründungsinitiativen. Genau. Computergenerierte Erfindungen, KI-generierte Erfindungen sind aktuell ein heißes Thema. Es gibt zwar immer noch diejenigen, die sagen, computergenerierte Erfindungen gibt es nicht oder wird es nicht geben. Es kristallisiert sich aber nach meinem Eindruck so langsam heraus, dass auch die Letzten akzeptieren, dass es die Möglichkeit gibt, dass Computer nicht nur KI tatsächlich, sondern Computer Erfindungen generieren, ohne dass es einen wesentlichen menschlichen Beitrag gibt. Das sehen wir schon an den Diskussionen, die mittlerweile von eigentlich allen im IP-Bereich tätigen Organisationen durchgeführt werden. Zum Beispiel hat das USPTO, IEPPI oder auch die WIPO dazu intensive Untersuchungen durchgeführt. Und dabei kristallisiert sich ein noch ungelöstes Problem als durchaus relevant für die Praxis heraus. Und das ist die Frage der Erfinderschaft bei computergenerierten Erfindungen. Der Erfinder ist ja traditionell und typischerweise ein Mensch bei patentfähigen Erfindungen. Und das gilt auch beim Einsatz von KI. Normalerweise, da braucht man nichts anderes zu behaupten, ist die KI einfach nur ein Tool, das vom Erfinder benutzt wird, um eine bestimmte Entwicklung durchzuführen, um Probleme zu lösen, sodass die heute üblicherweise verwendete KI nicht alleiniger Erfinder einer patentfähigen Erfindung ist. In Einzelfällen kann es aber schon heute schwierig werden, festzustellen, wer der Erfinder ist, wenn die KI einen überwiegenden Anteil der Erfindung beigetragen hat. Insofern ist es zweckmäßig, sich anzuschauen, was die Rechtsprechung sagt, wer der Erfinder ist einer patentfähigen Erfindung. Und da sagt der Bundesgerichtshof, wie auf dieser Folie hier gesagt, recht ja, knapp, Erfinder ist, wer einen schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre geleistet hat. Schöpferisch ist für mich etwas, ja, ein Handeln, das etwas Neues hervorbringt, also letztlich ein kreativer Akt. Und somit ist nicht irgendeine Tätigkeit ausreichend, um als Erfinder zu gelten, sondern es muss schon irgendetwas Neues dabei herauskommen. Man kann sich der Sache natürlich auch umgekehrt nähern, also wer ist vielleicht nicht Erfinder? Und da sagt wiederum der Bundesgerichtshof, nicht Erfinder ist, wer nach den Weisungen eines anderen gehandelt hat, wer mit seinem Beitrag den Gesamterfolg der Erfindung nicht beeinflusst hat oder wer einen Beitrag geleistet hat, der für die Lösung des Problems unwesentlich war. Nun, unwesentlich, das ist natürlich auch eine Frage, die stark fallabhängig ist. Was ist unwesentlich gewesen für eine bestimmte Lösung? Man kann sich natürlich unterschiedliche Konstellationen vorstellen. So kann der Beitrag eines Menschen
zum Zustandekommen einer Erfindung groß oder klein sein. Und auch der Beitrag einer KI zum Zustandekommen einer Erfindung kann groß oder klein sein. Und natürlich gibt es Extremfälle, oder muss es Extremfälle geben, in denen der menschliche Beitrag so klein ist, dass er letztlich als unwesentlich zu gelten hat. Diese Diskussion hat auch Malte Kölner und mich stark interessiert und zu einer Diskussion Ende 2017 geführt, darüber, was passiert, wenn die KI letztlich den gesamten wesentlichen Beitrag zur Erfindung leistet. Und daraus ist das Artificial Inventor Project entstanden. Ein Ergebnis dieses Projekts sehen Sie hier gerade eingeblendet, also eine Offenlegungsschrift der WIPO für eine Erfindung, die als Erfinder angibt, Dabus, the invention was autonomously generated by an artificial intelligence. Wir haben also ein Team zusammengestellt, ein internationales Team von Anwälten und auch von dem Programmierer Stephen Thaler, der KI Dabus, und Patentanmeldung hinterlegt für Erfindungen, die von dieser KI ohne menschlichen Beitrag oder jedenfalls ohne wesentlichen menschlichen Beitrag hergestellt wurden. Und wichtig ist sicherlich noch zu erwähnen, dass die Erfindung, die die KI gemacht hat, nicht besonders kompliziert ist. Man denkt vielleicht bei KI-gemachten Erfindungen an komplexe Softwareprobleme, die gelöst werden. Tatsächlich ist es hier aber ein ganz greifbares Ding, eine Tasse, kann man sagen, eine Teetasse, ein Trinkgefäß mit einer bestimmten Form. Und diese Form wurde von der KI vorgeschlagen. Also ganz greifbar, ganz einfach ist die Erfindung. Das war uns wichtig für dieses Projekt. Die Reaktionen der Patentämter, die diese Anmeldung geprüft haben, sind allerdings auch, wie nicht anders zu erwarten, ähnlich ausgefallen. Letztlich haben alle gesagt, es braucht einen menschlichen Erfinder. Oder alle, die sich bisher geäußert haben, haben gesagt, es gibt die Notwendigkeit, einen menschlichen Erfinder zu benennen. Und wenn man das nicht tut, wird die Patentanmeldung eben zurückgewiesen. So ist es auch in Deutschland, und zwar seit der Patentrechtsreform der 30er Jahre. Hier ist es ganz interessant zu verstehen, dass das nicht immer so war. Vor der Reform gab es in Deutschland auch sogenannte Betriebserfindungen. Das waren Erfindungen, zu denen kein Erfinder zu benennen war, mit der Begründung, dass die technische Lösung letztlich aus dem Betrieb heraus aufgrund von Erfahrungen, sozusagen kollektivem Wissen im Betrieb zustande gekommen ist. Es gab dann eine Änderung und was diese Änderung bewirkt hat, kann man hier sehen in der Auskunft des Präsidenten des Reichspatentamts von damals, 1938, der eben sagte, ich lese es mal vor, weil es ein bisschen schwer ist, diese Schrift zu entziffern. Nach 26 des Patentgesetzes hat der Anmelder in jedem Falle den oder die Erfinder zu benennen und die dort angeführte Versicherung abzugeben. Dieser Forderung des Gesetzes entspricht das neue Patentgesetz, entspricht der das neue Patentgesetz beherrschende Grundsatz, dass das Recht auf das Patent nur der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger hat und dass Erfinder nur der schöpferisch tätige Mensch sein kann. Die Annahme von Betriebserfindungen, das heißt eine Erfindung ohne persönlichen Erfinder, ist mit dem Gesetze unvereinbar. Der Dienstherr muss daher die Person unter seinen Angestellten zu ermitteln suchen, auf die die Erfindung schließlich zurückzuführen ist. Ja, und tut er das nicht, kann eben kein Patent erteilt werden. Daran ist sicherlich mitzunehmen, dass ohne Erfinderbenennung kein Patent erteilt werden kann, aber auch, dass das Recht auf das Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zusteht. Das bedeutet also, dass letztlich auch eine Eigentumsfrage damit verknüpft ist, wer der Erfinder ist. Heute ist es im deutschen Patentgesetz immer noch genauso. Es ist zwar anders nummeriert worden, aber inhaltlich hat sich nichts geändert. Interessant sicherlich, neben der Frage, wer der Erfinder ist und wie das Recht auf den Anmelder übergegangen ist, ist der Aspekt, dass das Patentamt die Richtigkeit der Angaben nicht überprüft. Jetzt könnte man sagen, gut, dann gibt es doch kein Problem, dann benennt man eben irgendeinen Erfinder und bekommt ein Patent. So einfach ist es allerdings nicht, denn es gibt auch ein 124 Patentgesetz, den es vielleicht gar nicht bräuchte, aber er ist da und sagt, die Beteiligten haben die Wahrheit zu sagen. Wenn wir also einen Erfinder benennen, der kein Erfinder ist, sagen wir nicht die Wahrheit. Gut,
Auch da gab es bislang, glaube ich, keine großen Probleme mit dem 124-Patentgesetz, vielleicht auch deswegen, weil es noch nicht viele KI-generierte Erfindungen gibt. Was machen wir also, wenn wir eine Erfindung ohne Erfinder haben? Es gibt heute schon die Möglichkeit, ein Gebrauchsmuster anzumelden. Da brauchen wir keinen Erfinder zu benennen. Andererseits stellt sich dann die Frage nach dem Eigentum an der Erfindung natürlich gleichermaßen. Wer hat das Recht auf das Gebrauchsmuster? Hier kann man im Patentgesetz nicht viel gewinnen, denn es knüpft natürlich an den menschlichen Erfinder an, der rechtsfähig ist und deswegen auch einen Rechtsübergang herbeiführen kann. Hat man keinen Menschen, wird es schwierig. Dann kann man an 953 BGB vielleicht mal denken. Dazu weiß Professor Dornis sicherlich mehr zu sagen als ich. Oder aber man hält es mit dem BGH, der sagt, dass das Erfordernis einer schöpferischen Teilleistung eventuell zu weit geht, wenn keiner der Beteiligten eine Geistesleistung von schöpferischem Rang erbracht hat. Das ist eine sehr schöne Entscheidung Spanplatten, auch schon relativ alt, in der eine Erfindergemeinschaft bestanden hat, in der niemand einen selbstständig schöpferischen Beitrag geleistet hatte und der BGH trotzdem die Mitglieder dieser Gruppe als Erfinder anerkannt hat. Dann können wir also ein bisschen vielleicht provozierend formulieren, dann ist Erfinder eben, wer einen schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre geleistet hat oder wer einen nicht schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre geleistet hat, sofern niemand anderes einen schöpferischen Beitrag geleistet hat. Also letztlich, bevor wir keinen Erfinder finden, benennen wir einfach irgendjemanden. Nur haben wir damit das Problem nicht gelöst, dass doch irgendjemand den Anknüpfungspunkt für das Eigentum bieten muss und das nicht ein beliebiger Mensch sein kann. Das heißt, es fehlt aktuell an Kriterien, wie wir denjenigen identifizieren, der hier ursprünglich die Rechte an der Erfindung innehaben soll. Gerade bei einer KI kommen hier doch viele in Frage, die ursprüngliche Erfinder sein können, auch wenn sie nur einen unwesentlichen Beitrag zur technischen Problemlösung geleistet haben. Also denken wir an den Programmierer der KI zum Beispiel, den Urheber der Daten, den Betreiber der KI oder auch den Anwender. Also hier sind auch viele Fragen offen. Es ist sicherlich interessant zu diskutieren und immer im Hinterkopf zu behalten, dass der Arbeitgeber natürlich letztlich das Schutzrecht anmelden möchte, das heißt das Patent anmelden möchte, das Gebrauchsmuster anmelden möchte. Und der Rechtsübergang typischerweise über das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen erfolgt. Und je nachdem, wer den ursprünglichen Anknüpfungspunkt für das Eigentum bietet, das durchaus auch eine Person sein kann, die nicht im Betrieb des Arbeitgebers beschäftigt ist. Zum Beispiel der Programmierer der KI, wenn die KI eingekauft wird. Oder der Urheber der Daten, wenn die Daten eingekauft werden. Da müssen entsprechende Verträge dann geschlossen werden, damit die Patentanmeldung auch zugunsten desjenigen erfolgen kann, der die Investition getätigt hat. So, dieser Kurzvortrag, der sollte letztlich keine Lösung bieten, sondern eher die Diskussionspunkte, die ich für relevant halte. Und ich hoffe, dass mir das geglückt ist und freue mich jetzt auf den Vortrag von Professor Dornis. Sehr gut, klasse. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rieck, das war sehr aufschlussreich. Und ich werde mich auch auf dieses Thema zunächst mal stürzen, aber ich würde zwei Punkte gern ansprechen. Zum einen die Frage künstliche Intelligenz als Erfinder, das, was Sie uns jetzt quasi mit sehr einsichtsreich die Vorlage gegeben haben. Und am Ende würde ich gerne noch die Frage stellen, entwickelt sich denn der Fachmannsbegriff weiter durch künstliche Intelligenz? Das ist auch noch spannend. Zu den von Ihnen erwähnten Initiativen gibt es, das ist mittlerweile auch schon gar nicht mehr so aktuell, aber es ist ein Update. Das EU-Parlament hat im Oktober letzten Jahres in einer Resolution gesagt, KI-generierte technische Schöpfungen müssten Schutz im Immaterialgüterrecht erhalten, um Investitionen und Innovationen anzuregen. Das ist eine relativ starke Aussage, die auf das typische immaterialgüterrechtliche Denken zurückgreift. Wenn wir nicht schützen, dann wird es nicht gemacht. Und man möchte das offensichtlich. Deshalb denkt man über einen Schutz dieser Erfindungen nach. In Erfindungen in Anführungszeichen natürlich. Man weiß ja nicht, wer Erfinder ist und ob es sich überhaupt um eine Erfindung handelt. Ein bisschen verwunderlich. Für mich ist das kaum aufzulösen, der Widerspruch, aber vielleicht ist das für Insider erkennbar. Ungefähr um dieselbe Zeit hat die EU-Kommission einen Bericht veröffentlicht. Das sind mehrere Wissenschaftler,
Und die sagen das Gegenteil. Die kommen zum Ergebnis, man braucht eigentlich gar nichts ändern. Es gibt keinen Anpassungsbedarf im Urheber- und Patentrecht. Man kann das über verschiedene Kniffe, unter anderem, indem man das Merkmal des schöpferischen Beitrags sehr stark ausdünnt, tatsächlich auch mit dem vorhandenen Patentrecht lösen. Wie sieht das jetzt bei uns aus? Und Herr Rieck, Sie haben das schon geschildert. Wir haben im § 6 Patentgesetz das Erfinderprinzip und das muss eine natürliche Person sein, das muss ein Mensch sein, der erfunden hat. Deshalb auch ein anthropozentrisches Erfinderkonzept. Sonst gibt es keine Erfindung. Also wenn eine KI autonom etwas macht, dann kommen wir zum Ergebnis, dass wir eigentlich nicht so sicher sind, was da passiert. Wie das, so erkenne ich das aus der Auseinandersetzung in der Literatur im Moment gelöst wird. Das ist eher pragmatisch. Zum einen sagt man, naja, der die KI konzeptioniert hat, der das Konzept erstellt, also programmiert und auch Daten trainiert hat, der könnte zum einen der Erfinder sein, das hatten Sie erwähnt, Herr Rieck, der Programmierer oder eben auch der Nutzer, der dann die Daten einspeist. Und auch eine Theorie ist, dass man durch reines Erkennen erfinden kann. Also jemand, der am Ende der KI steht, wenn man sich das ein bisschen räumlich vorstellt und dann einfach guckt, was kommt da raus und sobald er erkennt, oh, das könnte eine Erfindung sein, dann wird der im Nachgang zu diesem KI-Prozess zum Erfinder. Da möchte ich ein bisschen dogmatische Zweifel streuen. Zum einen kann man den Begriff der Erfindung, und das wissen Sie alle, vermute ich aus der Patentrechtsvorlesung, aufteilen in die Frage der Aufgabe und der Lösung. Und die deutsche Rechtsprechung ist da sehr konsequent. Der BGH sagt teils ausdrücklich, es kommt für die erfinderische Tätigkeit auf die Lösung an. Also nicht nur die Frage stellen, was brauchen wir oder was könnte man verbessern, sondern wie löst man das? Mit welchen Mitteln schafft man das? Und dann sagt man, vor allem wenn mehrere zusammenwirken, für diesen Lösungsbeitrag braucht man einen Einzelbeitrag, der die erfinderische Gesamtleistung mit beeinflusst hat. So wie Sie sagen, Herr Rieck, das muss schöpferischer Beitrag sein. Und der darf in Bezug auf die Lösung nicht unwesentlich sein. Also nicht, ähnlich wie die Beispiele, die Sie gebracht haben, die reine Erkenntnis des Problems, die Formulierung der Aufgabe oder allgemeine Anstrengungen bei der Lösungssuche. Also wenn ich dem Erfinder den Kaffee bringe regelmäßig, das reicht noch nicht. Auch Finanzierung einer Erfindung reicht nicht, um als Miterfinder zu gelten. Jetzt stellt sich die Frage, wenn man sich das anschaut, kann denn jetzt der Beitrag vor der eigentlichen KI-Tätigkeit oder vielleicht sogar der Beitrag nach der abgeschlossenen Lösungssuche, also das Erkennen nach diesem Maßstab noch als Erfindung anzusehen sein. Und wie Sie gesagt haben, Herr Rieck, das wurde eine Zeit lang sehr stark bezweifelt oder wird immer noch bezweifelt. Ein typisches Beispiel, das meines Erachtens aber deutlich macht, dass das eben tatsächlich in der Praxis nicht mehr selten ist, ist die Vorgänger-KI zu Dabus, das ist die Creativity Machine. Die hat, so wird es berichtet, eine Zahnbürste, ein bestimmtes Zahnbürstendesign hervorgebracht. Da hat der Mensch die Aufgabe gestellt, das war Stephen Taylor, der sagte, ich möchte eine bessere Zahnbürste. Ich gebe dir die Daten in Form des vorhandenen Designs anderer Zahnbürsten. Und dann hat er die KI ein bisschen träumen lassen und was rauskam, sieht ungefähr so aus. Das wird der eine oder die andere von Ihnen schon benutzt haben. Wenn man das ein bisschen schematisch aufdröselt, dann könnte man, ich weiß nicht, ob Sie meinen Cursor sehen, ich hoffe, Sie sehen das, der dreht sich jetzt um den erfinderischen Beitrag, das ist die Y-Achse, das ist sozusagen der innovative Gehalt einer Erfindung und auf der X-Achse ist abgezeichnet ein menschlicher Erfinder ohne Hilfsmittel, dann haben wir einen menschlichen Erfinder mit KI oder mit technischen Hilfsmitteln und am Ende eine KI. Und man sieht, also hier auf der Stelle ist der menschliche Beitrag, das Weiße, ganz erheblich und hier ist der KI-Beitrag immer stärker. Also es sind verschiedene Konstellationen einer Erfindung. Und wenn man sich dann fragt, was ist der Beitrag zur Lösung, der erfinderische Schritt, dieses Delta, das ist die rote Linie, die muss man überspringen, dann bekommt man ein Patent. Und da könnte man durchaus sagen, das ist sozusagen die Steinzeit, da hat der Mensch mit der puren Hand Dinge erfunden, ja, den Ast ins Feuer gehalten und dann hatte er die Fackel. Das wäre wahrscheinlich neu und erfinderisch genug gewesen. Hier ist es so, da benutzt man Instrumente und Werkzeuge und das Internet. Aber an dieser Stelle, und ich wage jetzt die Behauptung, könnte man sagen, hat die KI durch Lösungsfindung diese Schwelle, diese rote Schwelle zum Mindestbeitrag übersprungen. Und wenn man es dann
etwas polemisch formuliert, dann ist man eigentlich an dem Punkt, wo man sagt, Erfindung ohne Erfinder. Wenn wir Menschen brauchen, um Erfinder festzustellen, dann haben wir hier den Menschen aus der Gleichung rausgenommen und dann hätten wir sowas wie eine Erfindung ohne Erfinder. Was wird dazu diskutiert, sozusagen was die Regelungszwecke angeht? Und da ist das Patentrecht typischerweise nicht sehr philosophisch orientiert. Das kennen Sie alle anders aus dem Urheberrecht. Gibt auch Persönlichkeitsrechte für den Urheber. Da sagt man aber bei KI auch im Patentrecht relativ trocken, das ist keine menschliche Leistung, die ihm ein Naturrecht geben könnte und die KI hat auch keine Persönlichkeit. Also wenn eine KI was macht, müssen wir ihr aus diesem Aspekt oder unter diesem Aspekt nichts zugestehen. Etwas interessanter wird die Diskussion rechtsökonomisch. Da gibt es eine Menge Argumente, die sich durch alles durchziehen. Die werden quasi auch, ich glaube, das ist die herrschende Meinung, oder ich denke, das kann man als herrschend bezeichnen, immer noch. Zum einen sagt man, naja, man braucht eigentlich keinen Schutz für diesen KI-Output, weil die KI arbeitet ja sowieso. Die lässt sich nicht motivieren durch ein Patentrecht für das, was sie da macht. Ob sie das hat oder nicht, das interessiert den Algorithmus nicht. Zudem, ganz häufiges Argument, wenn wir das gemeinfrei machen, wenn wir also allen den Zugriff auf KI-Produkte sichern, dann ist das ja gut für den Konsumenten. Günstige pharmazeutische Produkte, günstige technische Errungenschaften und so weiter und so fort. Und das Hauptargument, das gebracht wird, ist allerdings, dass man sagt, man braucht es deshalb nicht, weil wir sind uns im Klaren, dass je mehr es KI gibt, desto mehr gibt es KI-generierte Erfindungen und das ist eine gute Sache. Aber die Entwickler der KI, also die Menschen, die werden auch ohne Rechtsschutz für den KI-Output schon ausreichend entlohnt, indem sie ihre KI verwerten, indem sie den Computer, den Algorithmus, den Roboter verkaufen können. Und wenn man ihnen jetzt auch noch Rechte gibt am Output, dann ist das eine Überentlohnung. Das ist ein berühmtes Muster im Materialgüterrecht, dass man davor warnt. Zu weit ausdehnen darf man die Rechte nicht. Das ist auch richtig. Ich will das gar nicht polemisieren. Aber ich glaube, an dieser Stelle macht es Sinn, nochmal einen Blick auf das Argument als solches zu werfen. Was die herrschende Meinung sagt, ist, wir haben einen Marktplatz für KI-generierte Erfindungen, Beispiel ein Impfstoff. Und wir haben einen Marktplatz für die KI. Das ist der Roboter, der den Impfstoff gefunden hat. Ich sage das jetzt ohne technische Kenntnis. Ich behaupte mal, das geht oder das wäre möglich gewesen. Und jetzt sagt man, naja, das gibt ja schon Geld für den Roboter. Den kann man verkaufen, der ist auch geschützt. Die Software ist geschützt, die Bauteile sind vielleicht patentgeschützt. Und dann braucht man das Geld hier nicht. Wenn man einen genauen Blick auf den Zusammenhang wirft, dann ist aber doch relativ klar, dass man ohne Geld auf diesem Markt, wenn man hier keinen Schutz gewährt, man hier letztlich nichts erzielen kann. Warum? Wenn das Vakzin raus ist, der Impfstoff, dann reicht es mir, dieses Fläschchen zu kaufen und dann ist es auch das, ich vermute, das geht technisch relativ einfach, leicht, diesen Stoff nachzubauen. Wenn ich hier also keinen Rechtsschutz habe und ich kann legitim kopieren, warum sollte ich mir dann eine teure KI anschaffen? Letzten Endes könnte man sagen, das ist sowas wie ein einheitliches Produkt. In vielen Fällen hängt die KI ganz eng mit dem Output zusammen und die KI lässt sich nur vermarkten, wenn der Output auch geschützt ist. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann hat man das ökonomische Modell von Angebotskurven, die sich zwischen Preis und Menge bewegen. Sie sehen hier den Preis und hier die Menge und wie die Ökonomen beschreiben, wird mehr angeboten, je teurer eine Sache ist. Das verknüpft die KI-Innovation mit dem Preis, den man damit erzielen kann. Und wenn man jetzt nur die KI schützt, nicht aber den KI-Output, dann kommt weniger Geld rum, flapsig gesprochen. Das Vakzin wird kopiert, dafür gibt es nichts und dann ist die KI auch nicht so gut zu vermarkten. Anders ist das, wenn man die KI und den Output schützt. Dann macht es auch Sinn, die KI zu kaufen, weil man weiß ja, man kann nachher auch den Output verwerten. Was ist der Unterschied? Naja, in der Menge, dieser blaue Pfeil am Boden, der zeigt die Menge an KI, die dann jeweils produziert wird. So wäre das nach dem ökonomischen Modell. Ich räume ein und muss ganz offen gestehen, wie groß der ist. Das ist vielleicht sowas wie die Gretchenfrage. Das kommt ganz auf den Markt an. Das kann unterschiedlich sein. Möglicherweise hat man bestimmte Vorteile als Erster, der ein Produkt auf den Markt bringt und man kann ganz schnell seine Investition wieder zurückbekommen. In anderen Märkten mag das nicht so funktionieren. Aber letzten Endes ist das Argument der Überentlohnung
denke ich, wenn man das genau und streng betrachtet, nicht ganz überzeugend. Es ist vor allem deshalb nicht überzeugend, weil man, Herr Rieck, Sie haben das schon erwähnt, angesprochen, man letzten Endes auch nach der herrschenden Meinung, die sagt, wir schützen Erfindungen von KIs nicht, wir brauchen einen menschlichen Erfinder, letzten Endes eine Überentlohnung durch die Hintertür ermöglicht. Was ist der Grund? Die herrschende Meinung sagt, kein Schutz für KI-Leistungen, sonst Überentlohnung. Was ist die praktische Folge? Naja, der Anreiz ist doch da, den KI-Einsatz zu verschweigen. Wenn ich eine KI habe, die sehr produktiv ist, dann behalte ich das besser für mich und benenne einen der Mitarbeiter, die damit zu tun haben oder idealerweise mich selbst als Erfinder. Es gibt dieses Gebot, dass man das wahrheitsgemäß tun soll und da gibt es natürlich auch Konsequenzen, wenn das rauskommt. Ohne empirische Untersuchung wäre meine Vermutung, dass die Menschen eher dazu neigen, dann den KI-Einsatz trotzdem zu verschweigen. Ob alle so ehrlich sind zu sagen, das war eine KI, ich bin mir nicht sicher. Was ist die Rechtsfolge? Naja, gerade das, was man eigentlich vermeiden will. Man hat umfassenden Patentschutz für die menschlichen Beteiligten. Und wie Sie gesagt haben, Herr Rieck, man weiß nicht mal, welcher Mensch. Das ist willkürlich bestimmt. Man überlässt es dem Zufall, wer eben dann benannt wird. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch formuliert, deshalb habe ich es in Anführungszeichen gesetzt. Im Ergebnis, wenn man sich überlegt, dass KI potenziell pausenlos, ohne Urlaub, ohne Wochenende, ohne Krankenausfall arbeiten kann und produzieren kann, dann droht sowas, vor allem die amerikanischen Kollegen nennen das dann eine Patentflut, weil das ja dann quasi pausenlos immer neue Erfindungen generiert und die werden umfassend patentgeschützt. Das kann irgendwie nicht stimmen. Zweiter Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist die Transformation des Fachmanns. Das haben Sie im Patentrecht gelernt, der Begriff des Fachmanns. Das ist, hoffe ich, eine Wiederholung für Sie. Sowohl die Neuheit als auch die erfinderische Tätigkeit im Patentgesetz als Voraussetzungen eines Patents, die bestimmen sich nach dem Stand der Technik, haben das als Referenzpunkt. Und der Stand der Technik bestimmt sich nach einem ominösen Begriff des Fachmanns. Der wird definiert als jemand, der über das auf dem Gebiet übliche Fachwissen und über die durchschnittlichen Fähigkeit der auf dem Gebiet Tätigen verfügt. Also man orientiert sich, um vereinfacht gesagt Routinearbeiten rauszuhalten aus dem Patentschutz daran, was so jemand, der üblicherweise da arbeitet, kann. Und alles, was das überschreitet, das wäre dann die neue und die erfinderische Leistung. Und jetzt stellt sich die Frage, verändert der KI-Einsatz, der zunehmende KI-Einsatz den Fachmann? Ich komme nochmal zurück auf die Grafik, die ich vorher hatte und die hat jetzt einen kleinen Unterschied. Sie sehen, dass die rote Linie jetzt nicht mehr gerade verläuft, sondern sich biegt. Hier haben wir einen Menschen, der mit bloßen Händen den Ast vom Baum reißt und anzündet. Das ist dann die Erfindung einer Fackel. Hier befinden wir uns seither, da benutzt der Mensch, Sie können das mit KI austauschen gegen Werkzeuge zunächst mal, Werkzeuge. Eine Lupe, ein Mikroskop, ein Hammer, ein Amboss und so weiter. Hier kommt er vielleicht zum Internet und zu stark leistungsfähigen Computern. Aber irgendwann kommt dieser Umbruch, dass die KI ganz viele Dinge für ihn tut und alles, was zuvor noch innovativ war, erfinderische Intuition oder ein genialer Einfall, Flash of Genius, das lässt sich, das besteht auch kein Zweifel, durch vielfach beschleunigte Routinetätigkeiten herstellen. Und das kann die KI. Und mit der Zeit, das ist vielleicht die Gefahr, auch das ins Extrem gezogen, droht uns ein Zustand, dass letztlich alles offensichtlich ist und damit nichts mehr wirklich innovativ. Herr Rieck, ich glaube, Sie haben mit Ryan Abbott zusammengearbeitet in dem Projekt und er hat den Aufsatz, den berühmten, geschrieben, Everything is obvious. Das ist sozusagen die Prognose. Wenn jeder mit KI arbeitet, dann kann jeder perfekt erfinden und dann ist aber für alle alles offensichtlich und dann haben wir das Patentsystem komplett verloren. Was sind die Konsequenzen? Naja, wie gesagt, das KI-bedingte Anwachsen der Fachmannsfähigkeiten führt zur Anhebung des Niveaus für die erfinderische Tätigkeit. Die rote Kurve geht nach oben. Und die offenen Fragen, die bislang noch nicht so vertieft diskutiert werden, ist zum einen, wie verbreitet sich denn die KI, die leistungsfähige? Hat denn jeder nachher eine leistungsfähige KI auf seinem Tisch? Jeder Erfinder in Deutschland, in den USA, in jedem kleinen Büro, in den großen Unternehmen? Und vor allem, wie passiert das? Oder wie geht das Patentamt nachher mit Anmeldungen um? Wenn gesagt wird, ich habe das mit Hilfe einer KI erfunden, muss dann das Patentamt fragen, was für eine KI war das? Weiß das Patentamt dann, was die KI kann?
Und das wird im Moment sehr gelassen gesehen, wahrscheinlich aus Sicht der Praxis zu Recht, weil es noch nicht drängend ist. Aber ich glaube, dass da eine Entwicklung im Gange ist, dass man eben zum einen, wenn man das weiter betrachtet, besonders leistungsfähige KI-Anwendungen ganz überwiegend bei Unternehmen hat, die datenmächtig sind, die viele Daten haben. Man braucht das nicht nur auf die 5 Big Techs in den USA erstrecken, das können auch 100 oder 1000 Unternehmen sein in den USA, in China, vielleicht gibt es auch in Europa solche. Aber es ist doch, was die Datenmärkte angeht, ein ganz großes Ungleichgewicht zu erkennen. Und wenn KI-Innovation mit der Datenherrschaft im Gleichlauf ist, dann muss man damit rechnen, dass das eben nicht gleichmäßig verteilt ist, die KI-Fähigkeiten. Und dann haben wir auch keine gleichmäßig verteilten Erfinderfähigkeiten mehr, weil der Fachmann eben unterschiedlich stark ist, je nachdem, ob er bei Google sitzt oder in einem kleinen Unternehmen im schwäbischen Stuttgart. Und die Patentämter, das ist vielleicht das Hauptproblem, wie finden die raus, was jetzt der Durchschnittsfachmann kann, wenn sie nicht wissen, welche KI benutzt wird? Das sind ganz komplexe Probleme, die ich als Nicht-Techniker auch gar nicht beantworten kann. Aber ich glaube, das ist zumindest eine schleichende Entwicklung, die sich mit der Zeit vielleicht zeigen wird. Vielen Dank.